Er ist der Beste in dem, was er macht. Und was er macht, tut meistens weh. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir euch unsere Top 10 der schlimmsten Dinge, die Wolverine zugestoßen sind. Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. In dieser Liste schauen wir uns die schlimmsten Verletzungen oder Lebensereignisse an, die diesem X-Men je zugestoßen sind. Wir berücksichtigen dabei die Marvel-Reihe als auch alles darüber hinaus. Nummer 10. Das Waffe-X-Programm. Wolverine wäre nicht einfach Wolverine, hätte das Militär ihn nicht durch die Mangel gedreht. Doch der Comic-Ruhm, die coolen Clown und das unzerstörbare Skelett waren das Trauma nicht wert, welches er dadurch erlitt. Nur durch seine Regenerationsfähigkeit und seine Zähigkeit konnte er den Eingriff überstehen. Sein Skelett wurde dabei mit einem fast unzerstörbaren Metall überzogen. Aber der körperliche und seelische Schaden dieser Prozedur zerstörte seine Erinnerungen und ließ nur Fragmente zurück. Logan entkam aus der geheimen Einrichtung in blinder Wut, da seine tierischen Instinkte seinen traumatisierten Verstand übernahmen. Und er verblieb eine ganze Weile in diesem animalischen Zustand. Nummer 9. Er wurde von der Allianz einer Gehirnwäsche unterzogen. Logan hat diverse Talente, aber er ist besonders gut darin, Menschen zu töten. Doch obwohl seine Fähigkeiten normalerweise für das Gute genutzt werden, wurden sie auch oft für das Böse eingesetzt. Die Allianz zum Beispiel hat ihm eine Gehirnwäsche verpasst. Das ist eine finstere Gruppierung bestehend aus Hydra, The Hand und einer Gruppe Mutanten, die sich Dawn of the White Light nennen. Sie schafften es, Logan in einen tödlichen Attentäter zu verwandeln. Er wurde auf viele seiner Verbündeten angesetzt und griff Daredevil, die Fantastic Four und sogar die X-Men an. Bevor er gefangen und entprogrammiert wurde, tötete er sogar den X-Men Northstar. Dieser wurde jedoch später wiederbelebt und auch einer Gehirnwäsche unterzogen. Nummer 8. Er wurde von den Reavers gekreuzigt. Australien ist eigentlich immer einen Besuch wert, die Bevölkerung ist freundlich und einladend und die Strände fantastisch. Aber für Wolverine und die X-Men war der Besuch in Down Under leider nicht ganz so entspannend. Die X-Men waren für eine kurze Zeit im australischen Outback unterwegs, um gegen die Reavers zu kämpfen, eine Gruppe von Cyborg-Söldnern. Diesen gelang es jedoch, Wolverine gefangen zu nehmen und als Vergeltung für eine frühere Niederlage kreuzigten sie ihn. Logan hing an einem riesigen hölzernen X und halluzinierte, während sein angeschlagener Körper den Elementen ausgesetzt war. Falls dir das ein Trost ist, Wolverine, das Comic-Cover war echt genial. Nummer 7. Er wurde vom Hulk in zwei Hälften gerissen. Eigentlich sollte der Hulk und Wolverine ganz gut miteinander auskommen, da beide an ihrer Wut arbeiten müssen. Als die beiden jedoch in einer Comicserie im Marvel Ultimate Universum aneinander gerieten, gab es für Logan kein Mitleid. Logan sollte Hulk ein für alle Mal erledigen, aber scheinbar war ihm der Jade-Riese ebenbürtig, denn er riss ihn in zwei Teile und durchtrennte dabei sein Rückgrat. Wolverine musste daraufhin kilometerweit kriechen, um seine untere Hälfte zu finden. Nummer 6. Der Punisher hat ihn mit einer Dampfwalze überfahren. Wolverines Gastauftritt auf den Seiten dieses speziellen Punisher-Comics gehörten nicht zu seinen besonders starken Momenten. Logan und der mörderische Selbstjustizler sind nicht der gleichen Meinung. Schließlich bläst ihm Logan im Kampf das Gesicht mit einer Schrotflinte weg und rammt ihm einen Baseballschläger direkt in die Glocken. Als sich der Staub endgültig gelegt hat, hält Castle ein letztes Abschiedsgeschenk für Wolverine bereit. Eine Tiefenmassage mit einer Dampfwalze. Natürlich war Wolverine darüber nicht allzu erfreut, aber wenn ein 20 Tonnen schweres Baugerät auf einem geparkt wird, kann man dem nicht viel entgegenbringen. Nummer 5. Ihm wurde das Fleisch von den Knochen gebrannt. Wolverine ist es gewohnt, zu einem Stück Kohle verbrannt zu werden. Immerhin ist es derselbe Typ, der es gerade so geschafft hat, nicht in die Sonne geschleudert zu werden. Im Kampf gegen den Superschurken Nitro fing Logan sich jedoch etwas mehr ein als nur ein paar Verbrennungen dritten Grades. Wolverine wollte Nitro selbst zur Strecke bringen, da dieser eine Schule in Schutt und Asche gelegt hat und dabei unzählige Kinder tötete. Ihn zu finden war kein Problem, aber Nitro brannte Wolverine jedes Stück Fleisch und Gewebe von seinem Körper, als er seine Fähigkeiten demonstrierte. Er explodierte in einem gewaltigen Feuerball.
Nummer 4. Sein tragisches Liebesleben. Nicht alles, was Wolverine passiert, hat mit schwerer Körperverletzung zu tun. Wenn man ein jahrhundertealter Mutant mit schlechten Manieren und einer Menge Blut an den Händen ist, sind Datingmöglichkeiten ziemlich begrenzt. Logan musste sich von zahlreichen Liebschaften verabschieden. Von seiner X-Men-Kollegin Jean Grey sowie Mariko Yashida zu Silver Fox und vielen anderen. Zählt man alternative Zeitlinien dazu. Wie bei vielen Comichelden neigen auch seine Herzensdamen dazu zu sterben oder dem Bösen zu verfallen, falls sie nicht schon von vornherein böse sind. Man könnte meinen, dass er der Romantik abschwören würde, aber das Herz will anscheinend, was es will. Nummer 3. Alle Ereignisse in Old Man Logan. In einer von Kritikern hochgelobten Geschichte über einen älteren Wolverine in einer düsteren Zukunft stößt Wolverine eine furchtbare Sache nach der anderen zu. Bevor alles überhaupt begann, wurde Logan dazu verleitet, alle X-Men brutal zu töten. Deswegen versuchte er, Selbstmord zu begehen. Jahre später geht ein alternder Logan mit einem ähnlich alternden Hawkeye auf ein Querfeldein-Abenteuer. Als Logan schließlich wieder nach Hause kommt, sind seine Frau und seine Kinder tot. Hulk ermordete sie und verschlingt auch Logan. Aber das ist nicht das Ende, denn Logan schlitzt sich aus dem Bauch seines ehemaligen Verbündeten heraus. Sollte Ruhestand nicht etwas Ruhiges sein? Nummer 2. Das Erwachen seiner Kräfte. Auch Logans Kindheit war nicht einfach. James Howlett wuchs um 1800 in Alberta auf und war schwach und kränklich. Seine Zukunft als Ein-Mann-Tötungsmaschine formte sich, als seine Mutantenkräfte zum ersten Mal erwachen. Der Vorfall ereignete sich, als der Grundstückswächter seiner Familie, der gefeuert wurde, den Vater des zukünftigen Wolverine ermordet. Dieses Trauma löste die Kräfte des jungen James aus. Er tötet mit seinen Knochenklauen den Grundstückswächter. Aber zu diesem Zeitpunkt wusste er noch nicht, dass der Grundstückswächter sein leiblicher Vater war. Diese dramatische Situation veranlasste seine Mutter letztlich dazu, sich das Leben zu nehmen. Und du dachtest, deine Kindheit war traumatisch. Und bevor wir unsere Nummer 1 vorstellen, hier ein paar lobenswerte Erwähnungen. Nummer 1. Magneto entfernte sein Adamantium. Wolverine hat im Laufe der Jahre einige ziemlich schreckliche Dinge durchgemacht. Aber nur wenige erschütterten ihn so sehr wie dieses. Während eines Gefechts entschied Magneto, der Erzfeind der X-Men, ein für allemal mit Wolverine abzurechnen. Er entfernte die Adamantium-Ummantelung von Wolverines Skelett, indem er das Metall regelrecht durch seinen Körper herausreißt. Dieses Ereignis erinnerte Logan an seine Vergangenheit. Seine Heilungskräfte sind geschwächt und er fällt zurück in einen animalischen Zustand. Viele Jahre später widerfährt Wolverine eine ähnliche Situation mit dem gegenteiligen Problem. Er wird von Kopf bis Fuß in Adamantium eingeschlossen, was ihn scheinbar tötete. Stimmst du unserer Auswahl zu? Für noch mehr Top 10 abonniere einfach WatchMojo Deutschland.